sicherlich wisst, findet nächsten Sonntag am 24. September 2017 die Bundestagswahl in Deutschland statt. Jeder deutsche Staatsbürger, der über 18 Jahre alt ist, hat das Recht, an der Wahl teilzunehmen. Dazu erhält jeder Wahlberechtigte im Vorhinein der Wahl eine Wahlbenachrichtigung per Post zugesendet. Am Wahltag darf dann jeder, der eine solche Benachrichtigung erhalten hat, seine Stimme abgeben und die politische Zukunft Deutschlands für die nächsten 4 Jahre mitbestimmen. Allerdings sind sich viele nicht im Klaren, wie genau das deutsche Wahlsystem funktioniert. Zuerst einmal, unser Wahlsystem heißt personalisiertes Verhältniswahlrecht. Im Gegensatz zu vielen anderen Systemen wie dem US-amerikanischen, dem französischen oder dem britischen, hat man in Deutschland generell 2 Stimmen, die Erst- und die Zweitstimme. Das personalisierte Verhältniswahlrecht ist deswegen in 2 Teile aufgeteilt. Die Erststimme repräsentiert das Personalisierte an dem Wahlsystem. Mit dieser Stimme werden die sogenannten Direktkandidaten für die 299 Wahlkreise in Deutschland gewählt. Jeder Wahlkreis ist so eingeteilt, dass er ungefähr 250.000 Einwohner beinhaltet. Der Kandidat, der in einem Wahlkreis die relative Mehrheit, also mehr als jeder andere Kandidat, erhält, besetzt einen der insgesamt 598 Sitze im Bundestag. 598 deswegen, weil es genau 2 mal 299 ist. Mehr dazu gleich. Die Kandidaten können entweder einer Partei wie CDU, SPD oder ähnliches angehören oder als Parteilose antreten. Diese Personalisierung durch die Erststimme soll dafür sorgen, dass die Abgeordneten der einzelnen Wahlkreise zeitweise auch in der Heimat bleiben und dort Ideen und Anreize für die bundesweite Politik sammeln. Damit ist also die erste Stimme, die auf dem Wahlzettel in der linken Spalte angekreuzt wird, abgegeben. Kommen wir zur Zweitstimme. Diese wird im Gegensatz zur Erststimme bundesweit zusammengezählt. Sie sagt aus, wie viele Prozent der verbleibenden 299 Sitze im Parlament an die jeweiligen Parteien gehen. Beispielsweise erhält Partei A 30% der Zweitstimmen und belegt damit 30% von 299 Sitzen im Bundestag, also knapp 90 Sitze. Diese 90 Sitze werden mit den ersten 90 Kandidaten der sogenannten Landesliste von Partei A gefüllt. Die Landesliste führt alle möglichen Abgeordneten auf, die für eine Partei antreten und die Möglichkeit haben, in den Bundestag zu gehen. Jedoch gibt es eine Einschränkung. Eine Partei muss von mindestens 5% der Zweitstimmen gewählt worden sein, damit sie in den Bundestag einziehen kann. Man nennt das die 5%-Hürde. Diese soll verhindern, dass zu viele kleine Parteien für einen überlaufenden Bundestag sorgen. Allerdings wird es noch komplizierter. Wenn eine Partei mehr Abgeordnete durch Direktmandate, also Erststimmen, bekommt als durch Zweitstimmen, dann wird diese Differenz mit sogenannten Überhangsmandaten aufgefüllt, bis beide Werte gleich sind. Damit dies aber nicht zu Wahlergebnisveränderungen führt, werden allen anderen Parteien sogenannte Ausgleichsmandate zugeschrieben. Diese gehen prozentual von ihren ursprünglichen Sitzen aus. Sollte beispielsweise Partei B 110 Direktkandidaten haben, aber nur 102 Sitze haben, bekommen alle anderen Parteien 10% mehr Sitze zugesprochen, da 10 von 100 nun mal 10% sind. Damit aber eine vernünftige Regierung zustande kommen kann, muss eine Partei über 50% der Stimmen erhalten haben, also die absolute Mehrheit erreicht haben. Da dies sehr selten ist, bilden einige Parteien eine Koalition, mit der sie über 50% gelangen. Dazu verhandeln sie einen sogenannten Koalitionsvertrag, in dem sie Kompromisse zwischen den jeweiligen Wahlversprechen festlegen. Sobald das Parlament fertig gefüllt ist, wählen die Abgeordneten den Bundeskanzler, der für die folgenden 4 Jahre das Staatsoberhaupt ist. Zwar mag das System sehr kompliziert erscheinen, aber es hat den großen Vorteil, dass alle Bundestage sehr genau das Wahlergebnis repräsentieren, was nicht der Fall ist in Großbritannien oder weitaus bekannter den USA. Letztere haben nämlich ein noch komplizierteres Modell, allerdings gewinnt trotzdem der Präsidentschaftskandidat, der weniger Stimmen der Wähler erlangt hatte. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr wisst, was ihr zu tun habt und damit bis zum nächsten Video.